Vin Diesel wird auch mit über 50 nicht müde. Das kann man auf jeden Fall merken, denn zum MCU, den Avatar-Sequels und natürlich Fast and Furious kommt nun eine weitere Live-Action-Verfilmung dazu, wo er die Hauptrolle spielen wird. Bei der Live-Action-Verfilmung geht es um das legendäre Actionspiel Rock'em Sock'em. Wer das nicht kennt, bei dem Spielzeug geben sich einfach zwei Roboterfiguren gegenseitig auf die Mütze. Das sind ja schon mal nicht die schlechtesten Voraussetzungen für einen Erfolg im Kino, denn spätestens seit Transformers weiß man, dass Spielzeugverfilmungen voll im Trend liegen. Bei der Verfilmung wird Vin Diesel einen Vater spielen, der gemeinsam mit seinem Sohn eine ungewöhnliche Beziehung mit einer fortschrittlichen Kampfmaschine aufbaut. Das Drehbuch dazu schreibt Ryan Engel, der ist unter anderem bekannt durch Actionfilme wie Rampage oder Nonstop. Wir dürfen also gespannt sein, was daraus wird, denn Vin Diesel bestätigte auf jeden Fall mehr oder weniger, dass das Robo-Franchise im Idealfall eine lange Zukunft haben wird. Am Montag sind ja die Dreharbeiten zu The Flash gestartet und bis vor kurzem war man sich ja noch nicht so sicher, ob Michael Keaton tatsächlich mit dabei sein wird, denn er selbst hatte ja auch seine Bedenken ausgesprochen aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation. Wie The Wrap nun berichtet, hat ICM Partners, also Keatons Agentur, offiziell bestätigt, dass Keaton als Batman in der Comicverfilmung zu sehen sein wird. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass Keaton jetzt doch dabei ist und ob ihr euch den Film The Flash angucken werdet. Nun geht es Schlag auf Schlag mit den Zusagen im Cast bei dem Marvel-Projekt Secret Invasion. Fest an Bord sind bisher Samuel L. Jackson und Ben Mendelsohn und nun soll auch Game of Thrones Drachenkönigin Emilia Clarke bei dem Projekt mit dabei sein. Wen sie in der Serie spielen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Auch von Marvel selbst gab es bislang noch keine Bestätigung zu ihrer Verpflichtung. Es soll aber nicht nur bei Clarke bleiben, denn auch die Schauspielerin Olivia Colman soll mit dabei sein und eine wichtige Rolle spielen. Colman war zuletzt in The Crown zu sehen und könnte in wenigen Tagen ihren zweiten Oscar gewinnen. Daher hätten wir für die Serie schon zwei neue hochkarätige Schauspielerinnen. Wir müssen uns aber da wohl noch etwas gedulden, inwieweit wir die beiden zu sehen bekommen und in was für Rollen. Selbstverständlich müssen wir natürlich auch noch abwarten, ob das Ganze sich überhaupt bestätigt. Nun ist es schon fast anderthalb Jahre her, dass wir The Witcher im Dezember 2019 auf Netflix gesehen haben. Seitdem warten natürlich Fans der Fantasy-Serie, wozu auch wir gehören, zum einen auf das Spin-off, aber vor allem auf die Fortsetzung der Originalserie. Und das scheint nun endlich in greifbare Nähe gerückt zu sein. Nach einer anfänglich turbulenten Phase bei den Dreharbeiten zu Staffel 2 fiel nun Anfang des Monats endlich die letzte Klappe und parallel dazu erfolgte die Ankündigung, dass die neuen Folgen noch in diesem Jahr bei Netflix zu sehen sein sollen. Nachdem Sony und Netflix schon letztens einen Vertrag ausgehandelt haben, im Hinblick auf die Streaming- und Übertragungsrechte der kommenden Filmveröffentlichung, gibt es nun einen weiteren Deal. Auch diese neue Vereinbarung gilt ab dem Jahr 2022 und umfasst die Rechte des sogenannten zweiten Veröffentlichungsfensters. Und zwar geht es darum, dass Netflix das Vorrecht auf alle Sony-Filme hat und diese als erste und zunächst exklusiv streamen darf, während Disney die Produktion des Studios 9 Monate nach der Netflix-Veröffentlichung zeigen kann. Das Ganze gilt von 2022 bis 2026 erstmal und erlaubt somit Disney, Sony-Filme nicht nur auf dem Streaming-Dienst Disney Plus zu veröffentlichen, sondern auch über Hulu, ABC, Disney Channels, Freeform, FX und National Geographic. Dadurch bekommt Disney neue Inhalte für seinen Streamingdienst, wozu auch unter anderem Filme wie der Jumanji-Reihe und die kommende Spielverfilmung Uncharted dazu gehören. Außerdem würde das dann natürlich auch bedeuten, dass Spidey sich dazu gesellt. Somit kann man das ganze MCU bei Disney Plus streamen. Einem neuen Gerücht zufolge soll der bei den Zockern von Knights of the Old Republic beliebte Sith-Lord Darth Revan seine eigene Serie auf Disney Plus bekommen und zusätzlich in der kommenden Serie The Acolyte auftreten. Diese Gerüchte kommen von Corey Van Dyck. Er hat seine eigene Star Wars Fanshow, Kessel Run Transmissions, und die haben nicht gerade den Ruf, irgendwelche ausgedachten Behauptungen aufzustellen. Er hat auf jeden Fall erzählt in dem Podcast Holonet Marauder, dass es in mehreren künftigen Disney Plus Serien um Figuren aus dem bösen Orden der Sith gehen wird, beginnend mit der offiziell angekündigten Serie The Acolyte. Er geht nun davon aus, dass Lucasfilm dort dann auch die Figur Darth Revan auftreten lässt.
Dieser Auftritt könnte dann ein Teaser sein für eine künftige eigene Serie. Das klingt auf jeden Fall plausibel, wenn man weiß, wie beliebt Raven bei den vielen Star Wars Fans ist. Wir müssen uns da wohl aber noch ein bisschen gedulden, ob sich diese Gerüchte bewahrheiten. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock hättet oder beziehungsweise ob ihr euch überhaupt vorstellen könntet, dass an dem Gerücht was dran ist. Kommen wir nun zu Thor Love and Thunder. Vor ein paar Wochen wurde ja bekannt, dass Russell Crowe sich dem Cast des vierten Thor-Kinofilms angeschlossen hat und jetzt ist auch seine Rolle bestätigt. Crowe selbst hat in einem Interview bestätigt, dass er die Rolle des Zeus übernehmen wird. Somit wird es in den zukünftigen Kinofilmen Thor dann wohl mit der griechischen Götterwelt zu tun bekommen. Am 23. April wurde ja die 6. und damit auch letzte Folge von The Falcon and the Winter Soldier veröffentlicht und in der Folge wurde nun auch endlich die Frage geklärt, wer der neue Captain America wird. Bevor ich jetzt gleich diejenigen von euch, die letzte Folge noch nicht gesehen haben, spoiler, komme ich erstmal zu dem, was danach dann geschah. Denn direkt nach der Premiere der neuen Folge machten MCU-Mastermind Kevin Feige und die Marvel Studios Nägel mit Köpfen. Captain America 4 kommt und das Drehbuch wird geschrieben von dem Falcon and the Winter Soldier Showrunner Malcolm Spellman sowie Dallin Musso. Wer die Regie führen wird, ist noch nicht bekannt. Auch bisher gibt es noch keine Besetzung für Captain America 4, aber natürlich nach der letzten Folge weiß man natürlich, um wen es da gehen wird. Daher ab jetzt Achtung Spoiler. In der letzten Folge wurde nämlich Sam Wilson vom Falcon zum neuen Captain America und Anthony Mackie trat somit erstmals im weiß-rot-blauen Superhelden-Dress auf. Somit dürfte klar sein, dass sich der Film um Sam Wilson als Captain America drehen wird. Wir finden, dass es auf jeden Fall eine mega coole Sache ist. Schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn ihr hierzu und zu allen anderen News nichts verpassen wollt, dürft ihr uns auch jetzt gerne einmal kostenlos abonnieren.